Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Hallo, ladies and gentlemen, willkommen auf der Zielgerade zu unserem Let's Play Sims 4. Ziemlich coole Ansage gerade von mir. Und Bonzo programmiert gerade ein Virus. Du hast dich einfach dazugestellt. Gucken wir das an, was er macht. Und es gibt gerade arme Ritter. Dann können wir zusammen essen, oder? Ja. Oh, bringt sie ihm das? Nee, ich glaube, sie kommt einfach nur mit dem Essen rüber. Ja. Hat sie jetzt auch schon mal ihren Bauch gestreichelt? Hochzeit. Hä? Ach so! Ah, okay, ich weiß, was das ist. 1000 Euro nur? Für ein Schnäppchen. Das ist echt. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Brautpaar. Okay, das. Gäste. Soll der Vater auch kommen? Auf keinen Fall, Mann! Ich finde, der Vater sollte auch. Du musst die ganze Just Network Crew einladen. Ja. Aber hat sie schon alle kennengelernt? Ja. Klar. Kannst du auch alle Kajens einladen? Dann kann er alle drei nudeln auf der Hochzeit. Dann kann er auch da und ganz Frank auf der Wie alle? Was? Du hast überhaupt auch nicht gevögelt? Du hast auch nicht gevögelt? Schön. Da war sie. Wo? Du hör? Da ja, Nina hab ich schon. Nina hast du schon. Ja, die andere Kajens, das kennt sie nicht. Nee. Die kennt nur Franco. Bruno, auf keinen Fall Bruno. Ich finde, der Vater müsste mit dabei sein. Ich will das nicht. Ich hab da auch ein Mitspracherecht. Der ist der Bärtige da unten. Da ist Enrico. Keine Ahnung. Enrico Petersen. Komm, es reicht. Okay. Wer ist Caterin? Bob. War nicht Bob so sauer? Ja, ist egal. Bob Pancakes. Bob kann das. Wir haben Mixer. Veronika, die waren letztes Mal schon dabei bei Mattes Geburtstagsparty. Musiker Ralf. Ralf. Ralf kann das. Ralle macht das. Here we go again. Ein Ort wählen. Und doch die Residenz, das Netzwerks Residenz, da ist alles leer. Aber das wird groß. Das alles, dann können wir einmal unser Haus, dann können wir das Haus verkaufen. Das ganze Geld nehmen wir mit zu euch. Nee, guck mal, ob da was Palmpalast. Die Kajente-Residenz. Jawohl! Oh, jetzt weißt du, warum das so viele sind, ey. Im Museum ist super, ja. Ja, scheinbar. Machen Sie eine Kajente-Residenz. Ich finde es auch. Ich bin dafür. Ich unterstütze deinen. Außerdem ist das ja Steve's Wunsch. Das ist ja seine Hochzeit. Danke, Taddy. Das ist mein Wunsch. So. Das heißt, es geht jetzt schon los? Ich glaube ja. Was? So schnell? Scheinbar. Die Frage ist, weißt du, was du auch ist es Melanie Krömer oder ist es Steve Tortellini denn? Ist Steve Tortellini. Am Arsch. Ganz klar. Am Arsch, die Community. Melanie Krömer. Weißt du, was du und Melle heute noch machen? Ja, was? Ihr strippt gegenseitig nochmal. Ja, geil. Obwohl sie ist so hochschwanger. Vielleicht kommt das Baby ja während der Hochzeit. Da ist unsere Hochzeit. Hä, Bonzo, kannst du mal bitte dein... So, was ist denn da hinten? Wieder aufgestellt. Ich bin gerade in Kajente drin, oder? Guck mal, siehst du meine Hose, siehst du das? Meine Hose über Kajente. Auch die Brille, stopp. Man sieht mich so durchschimmern. Oh, jetzt machen sie alle hübsch. Was machst du? Little bit bärtig. Ich bin Kajente. Aber guck mal, und bauen sie natürlich gleich ein Party-Outfit oder was? Und sie machen mal Liegestütze. Ist das nicht auch die Kajente? Das ist auch die Kajente, die kann Franco gleich klar machen. Gesundheit. Bitte. Scheiße, Bonzo muss in einer Stunde zur Arbeit. Kann er schwänzen? Kann er? Egal, Bonzo heiratet jetzt. Nee, warte mal kurz. Guck, bei Hochzeit. Kann man nicht. Oh, früher kommt man immer sagen, ich bin krank oder sowas. Ich stehe da immer noch, ey. Ich bin doch der Bräutigam, Mann. Was machst du denn? Franco muss in einer Stunde bei der Arbeit sein, stand da gerade. Ja. Oh, scheiße. Kannst du nicht irgendwie anrufen und dich krank melden? Nee, das dachte ich auch, aber es geht nicht. Joe kündigen. Nur kündigen. Kündige einfach. Was? Ich stelle aber das Telefon schon mal leise. Wenn die anrufen. Gehen die nicht automatisch? Wo ist Melle eigentlich? Pennt die gerade zu Hause? Nee, nee, die ist hier. So, kennenlernen. Das schaffst du, Franco. Ich so möchte. Auf der Bank dahin. Ein Hals. Beruhigender Handschlag, ich kann sie einfach ohnmächtig machen. Und sie. Okay. Aber das hörst du gerade leider nicht, ne? Hm. Aber im Hintergrund ist schon schöne. Irgendwer spielt schon hier Klavier. Ja, vielleicht findet gerade die Hochzeit statt und wir kriegen es nicht mit. Ach, du hast recht. Warte, schlüpfrige Frage stellen. Sie ist echt einfach eingepennt.
Wo ist sie? Da liegt sie im Bett. Wo? Da. Ja, verheiratet, Melanie, wie konntest du nur? Hä, hey, du machst dich gerade an Katharina klar. Die hat Frank auch schon durchgenommen. Heiraten, trinken, Gäste die Zeremonie ansehen lassen. Hauptziel heiraten. Ja, aber was ist ja jetzt? Warte, wenn ich jetzt auf dich klicke. Steve heiraten. Ja, ist schon ein bisschen früh, ne? Nein! Aber es müssen doch erstmal alle dabei sein. Hauptsache alle chatten hier in irgendwelchen. Ach nee, das ist ja deren Wohnung. Trinken. Hä, warum gehe ich nach Hause? Weil Emma muss. Weil Kacke geht, weil du musst scheißen. Nein, er geht zur Arbeit. Franco, was? Oder soll ich die zur Arbeit gehen lassen? Entscheid du schnell, schnell, schnell. Ist mir wurscht, ich brauch okay. Die nicht für meine Hochzeit. Okay, den hast du die Arbeit. So, jetzt, okay, dann. Leg los, lass jetzt heiraten oder nicht. Was macht er jetzt hier? Zuschauen. Wobei, oh, ist das schön, das Kleid, ein Hochzeit. Oh, Alter, ist die fett. Ich will die doch nicht mal. Ach so, nein, er spielt gerade Klavier. Aber, wo geht's hin? Ja, nach unten. Lauf nicht weg. Doch, doch. Los. Warte, warte. Oh, hey, geiler Fans. Nein! Papa! Hab ich, bring dich um. Ich schwöre, ich hab nichts gemacht. Doch, hast du. Ey, oh. Jetzt heiraten. Warte doch mal. Wir heiraten aber hier vor. Warte mal, mach mal Pause. Okay. Und speicher mal, nicht, dass alles weg ist. Du hast recht. Wo speichern? Speichern. Gut. Kann man auch so Gäste versammeln bitte lassen jetzt? Ich weiß nicht, das werden wir das sehen. War jetzt, so das war gerade so ein geiler Yoda-Spruch, ey. Gäste zusammen, hol bitte jetzt. So, warte mal. Wieso hab ich eigentlich immer noch meine Jogginghose an? Geht's los? Heirate ihr? Geh mal näher ran. Warte, was macht der da? Musst du erstmal Steve heiraten anklicken? Ja, warte. Okay, warte, wir machen das jetzt richtig romantisch. Ich bin jetzt handeln. Kommt erst die Rose. Ich geh pumpen, wenn die Scheiße hier vorbei ist. Dann gib mir nochmal deine Hände so ein bisschen. Bitte ein Baby zu füllen, weil er auch. Lass mich nur den Bauch streichen. Rose, rechts. Da, ja. Das machst du auch noch? Ja. Bevor geheiratet. Und dann noch ein Techtelmechtel vorher. Bevor und nachher. Und dabei. Und die ewige Liebe wird noch. Oh, ist das romantisch! Und dann. Aber nicht, dass die Dings ist jetzt schon voll. Ja, nee, das passt gleich. Techtelmechtel. Nein. Doch, bitte! Doch, in irgendeinem fremden Bett, bitte. Bitte! Vor der Hochzeit noch? Auf jeden! Achso, das ist noch vor der Hochzeit? Ja, ja. Wir machen vor und nach der Hochzeit, okay? Ah, okay. Wenn ich das Baby komme, bevor ihr heiratet. Das ist ja so geil, plötzlich so blopp. Beim Techtelmechtel. Irgendwie komme ich heute nicht so richtig rein. Und das war jetzt ein bisschen eklig. Ah, bisschen lustig. Siehst du, guck mal. Verlobte miteinander flirten, erledigt. Wie die Kajente ist, ey. Was sind da für Leute in unserem Haus? Was machen die hier? Oh, geil, die gucken Eiskunst laufen, ey. Und er spielt hier so. Ralf. Ich glaube, Mel ist müde. Nee, no. Ja, ist und? Halt so. Wo ist denn hier die. Wo ist denn hier? Nee, hier ist auch. Das war's schon? Jetzt wird erstmal gebomst. Ja, stimmt, jetzt wird erstmal gebomst. Gebomst. Großaufnahme davon. Die Frage ist auch, in welchem Bett? Ja, wo? Das genau. Welches würdest du jetzt? Das hier, das da? Wahrscheinlich gibt's dann. Oder das mal gucken, mal gucken. Lass mal sich selbst entscheiden, okay? Okay, sie sind das Gelbe. Ja, da habe ich auch am meisten. Aber heute seid ihr Borussia Dortmund-Fans. Tut mir leid. Oh, ey, nochmal schön in einem fremden Bett rattern. Oh, ist das so stelle ich mir eine Hochzeit vor. Vor der Zeremonie nochmal schön. So, jetzt lasse ich erstmal Lulu machen auf das Klo und dann heiraten wir, okay? Schönes Gästeklo. Guck mal, wir müssen auch noch trinken, wir müssen auch noch die Gäste die Zeremonie ansehen lassen. Sie muss sich Mut antrinken. Trinken, guck mal, schon einer läuft schon irgendwo. Aber wer muss sich Mut antrinken? Ey, da ist eine Hochzeitstorte. Aber gibt es hier auch irgendwas nicht-alkoholisches? Getränk bestellen. Saft on the Rocks. Was hältst du von Saft on the Rocks? Mir ist das total leid. Das trinkt sie. Die ist schwanger, weißt du schon. Ja, deswegen Saft on the Rocks. Hm. Sie fühlt sich sehr unwohl. Ja, weil sie pullern muss wie ein Stier. Du hast recht. Und Hunger hat. Und sie will schlafen. Oh, das war wieder ein ziemlich langer Liebesakt von mir. Habe ich wieder unglaublich geliefert. Nicht zurück nach Hause, Mann. Nein, aber sie soll bitte erstmal auf Toilette. Hallo. Ich hab da gerade in dein Bett gefügelt. Also Hochzeitszeremonie sind irgendwie komisch und das ist ihr Bett wahrscheinlich. Wir haben also bei Katharina gepennt. Hat Franco die jetzt schon gefügelt? Na klar. Ja, die ja. Dina fehlt noch. Das kann er jetzt auch noch so zwischendurch machen. Ich finde das so geil, dass du einfach im Schlafanzug in einem fremden Haus in meiner Hochzeit. Hi, ich hab hier gerade gefügelt, du hast meinen Schlafanzug an. Ich will meine Cola. Gleich heirate ich. So, wann kommt sie? Da ist sie. Auch um die Visage schön. Ja, ich bin schwanger und hab grad gefickt. Können Sie mir mal bitte ein rühren? Ja,
Ist okay, ey. Oh, sie denkt schon an das Baby. Ich glaube, das kommt bald. Papa, jetzt mach hin, heiraten. Ja, sie macht doch hier erstmal. Hunger hat sie auch. Ja, eben, danach wird auch erstmal was gegessen. Nein, nur ein Stück Hochzeitsfahrt. Ist doch Alter, Essen. Wie lange brauchst du denn, um diesen scheiß Drink fertig zu machen, ey? Und was macht er da noch? Oh. Ja, sehr viel auf jeden Fall. 2 von 3 haben wir jetzt schon. Hä, wo läuft sie hin? Wo läuft sie hin? Wo läuft sie hin? Wo läuft sie hin? Bitte nicht, geh nach oben. Wo? Küche? Okay. Setz dich vom Fernseher. Die Karrientes müssen auch denken, was das ist. Das ist so geil. Das Gespräch stellt mir ungefähr so wie folgt vor. Na, Mädels, und ist ja meine Hochzeit heute und ich bin ja heute hier auch nackt und so. Und ihr habt alle meinen Bruder gefüllt. Außer ja, du, Dina. Speisen essen, jetzt hat sich das Menü umverändert irgendwie. Wahrscheinlich sind es einfach mehrere Ziele. Schön noch mal. Essen, alle zum Essen rufen, da war die Möglichkeit. Echt? Ja, aber mach das beim Kuchen. Ja, erstmal isst sie jetzt selbst was, weil sie extrem Hunger hat. Und dann wird geheiratet. Was hältst du von dem Plan? Speisen essen, 4 ist oben auch noch Ziel. Mir wird mal Zeit, dass sie heiraten. Ja, ist echt so. Ja, vielleicht können wir das andere auch noch danach machen. Ja, können wir auch. Hä, warum will sie denn nicht essen? Hä? Sie hat doch was. Nee, sie will sich. Sie will reklamieren. Entschuldigen Sie bitte, das gefällt mir gar nicht, was sie hier machen. Gibt erstmal ein fettes Minus. Sie hat immer noch nichts gegessen, oder? Sie war müde. Mach jetzt mal heiraten. Okay. Das wird alles nichts mit euch, da. Steve heiraten. Ich weiß aber einmal. Das hat sie doch schon, oder? Weiß ich nicht. Schon ein Babygefühl. Außerdem ist ja nicht meins. Das finde ich nicht so geil. Ach, jetzt ist sie endlich. Oh. Papa, du verkackst es noch. Geht's los? Ja, warte. Steve heiraten. Hast du es doch wirklich geklickt? Ja. Na, endlich. Da steht Steve heiraten. Und bin mir sicher, dass wir die erstmal ist sie jetzt in Ruhe. Aber bis dahin fällt sie tot um und bleibt sie mit dem Arsch hoch zu liegen, wie beim letzten Mal, weißt du noch? Oh, du wartest jetzt schon. Du wartest schon. Nee, doch nicht. Auch so geil. Als Bräutigam musst du geil sein. Ach, wann fragt sie mich endlich? Hast du eigentlich im Pyjama jetzt, oder? Das wäre ein Traum. Das wäre so witzig. Hier, nimm mal, du Arschloch. Dann darfst du auch meinen Bauch fühlen. Warum steht sie? Klick das doch einfach mal weg. Sie isst und trinkt noch. Sie hat keinen Hunger mehr. Ja, na gut. Denn wird jetzt. Jetzt? Jetzt wird erst noch das Baby gefühlt. Ja. Ja. Aber richtig. Und dann. Will, dass du mein Baby fühlst. Fühl mein Baby! Aber ich möchte nicht, dass ihr in der Küche heiratet. Schau mal kurz. Oh, Papa, ist das dein Ernst? Das gehen die doch sowieso hin. Meinst du, die heiraten? Sollen hier hingehen? Ja, ich weiß ja nicht, was sie machen. Oh, da ist eine Giraffe. Oh, guck mal da. Da kurz da runter habe ich vorhin. Naja. Jetzt mach schnell, ihr geht es voll schlecht. Ja, deswegen ja! Aber du verkackst es wirklich noch. Ja, aber die unterhalten sich immer gleich mit 15.000 Leuten, ey. Oh, hör auf. Wo ist denn Hochzeit jetzt? Ja, warte. Hä? Oh, Papa, du bist so unfair. Warte doch mal! Die ist gleich tot einfach. Ich kann sie ihm heiraten aufgrund von, sie ist tot. Ich hatte eigentlich gehofft. So, da gibt es doch bestimmt nochmal eine richtige Zeremonie oder so. Oder sie ist inspiriert von mir, ist klar. Und ihre Blase drückt schon wieder. Hat die nicht gerade schon Lulli? Oh, ja, sie ist schwanger. Sie wohl so heiratet sie. Okay, bitte. Warum will sie, sie wird schon wieder ins Bett? Ich muss pennen, ich muss pissen. Hä, sie will ein Nickerchen machen. Dann geht's jetzt erst pissen. Irgendwie hat sie das gerade abgelehnt. Ja, ich hab doch drauf gedrückt und dann hat sie aber abgelehnt. Sie ja, ich glaube, der geht es so schlecht dafür. Ach du Scheiße. Das geht? Ja. Sehr unwohl. Ich glaube, du musst dich erst ein bisschen um sie kümmern. Kannst du in der Badewanne schlafen? Nee, ich glaube nicht. Was macht er da? Stopp mal kurz. Was macht er? Er macht dir da im er kocht in dem, er kocht im Badezimmer. Ich möchte aber auch nur noch kurz nochmal. Ich habe eine Ecke verzogen. Sie hat hier gerade gepisst. Er steht daneben und kocht. Während er die Torte zubereitet. Toll! Während er die Torte zubereitet. Guck mal, ob sie jetzt heiraten kann, muss sie kurz schlafen legen. Ey, warte. Steve heiraten. Ja, Baby machen, also, ne? Tot sein ist okay. Warte, geh ran. Ja, warte. Moment, ich heirate nicht. Ich muss zwar tierisch. Oh, sie ist gleich echt tot jetzt. Toll, ihr heiratet gerade ernsthaft in der Küche. Das ist so unromantisch. Also, es gibt nichts. Doch, es war eben sehr. Ja, hätte ihr auf Toilette geheiratet, wäre es vielleicht noch ein bisschen schlimmer gewesen. Das ist jetzt wirklich alles? Oh, Steve, ich werde dich immer lieben. Willst du unser Kind großziehen? Warte mal eben, ich muss mal eben hier Trinkgeld entgegennehmen. Was für eine geil, was für eine wunderschöne Zeremonie. Ich bin in der Bar, ey. Steve tauscht das
Genüpfel. Wie romantisch. Siehst du die Barstelle da? Die habe ich auch schon mal geknallt. Sie hat gleich Energie. Sie hat Energieversagen. Sie kippt jetzt um. Was für ein Dreck! Kann ich gleich die Hochzeitsnacht auch noch erledigen, ne? Scheiße, die war. Oh, was für eine Traumhochzeit, liebe Community. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Ach, guck mal, sie kriegt ein bisschen. Joa, das wird besser hier, Leute. Lassen wir sie kurz liegen. Warum schickst du dich oben in dein Bett? Ja, ist echt so. Aber Hauptziel heiraten haben wir, ist noch nicht abgedingst. Komm, nochmal ein Techtelmechtel. Kriegst du wahrscheinlich währenddessen ein. Der liegt doch nicht daneben, dann ist das irgendwie. Ich kann dich nicht steuern. Ach, stimmt, scheiße. Hochzeit nicht erfolgreich. Nein. Warum war die nicht erfolgreich? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich musst du wirklich die Ziele erreichen. Ja. Das heißt, haben wir jetzt nicht geheiratet? Doch, ihr seid. Du weiß hast, ich nicht. Also noch heißt du Tortellini. Sie. Ich glaube, ja, wenn Hochzeit nicht erfolgreich war, war Hochzeit nicht erfolgreich. Aber wir haben uns doch das Gelübde. Wo bist du vor allem? Weg. Wir sind alle weg jetzt, glaube ich. Ja, klar. Hier vor dem Jahr. Nur Franco. Ist das Franco da an Dina? Nee. Nee, Franco arbeitet. Das checke ich gerade nicht. Du kannst ja auf Beziehung gehen und dann kannst du ja gucken, ob sie stimmt sind. Oh. Bruno. Liebespärchen verlobt. Ja, siehst du. Dann verrückt. Weil es zu schlecht ging. Und dann musst du die Hochzeit jetzt normal bezahlen. Ernsthaft? Im Haus der Calientes. Wobei, wir können das ja jetzt in einem anderen Haus machen. Ja. Und vielleicht nicht im Pyjama hinter der Bar. Diesmal wird auch davon nicht gefühlt. Unfassbar. Ach so, das war jetzt meine Schuld, dass du 800 Sachen davor erkannt hast. Und nur meinen Bauch fühlen. Nochmal eben eine Rose. Ich glaube, damit das erfolgreich ist, musst du diese ganzen Sachen vorher machen mit dem Essen und so. Wir machen das diesmal bei uns. Ja? Ah, ja, nee, wir haben keine Bar bei uns. Nee, wir haben keine Bar bei uns. Okay. Oder im Museum. Nachts im Museum. Aber da könnt ihr natürlich nicht. Du musst immer die Hochzeit muss klappen. Aber ich bin mir, wir haben das Gelübde doch gegeben. Also, obwohl diese, da gab es ja auch oben diesen Reiter, erfolgreich heiraten, das war auch nicht erfüllt. Kann man denn Ihren Beziehungsstatus jetzt irgendwie sehen? Haben wir doch gerade geguckt. Nee, das war meiner. Das war mir geguckt. Nee. Nein? Hä? Ich kann doch jetzt nicht auf dich gehen und gucken, ob du mit ihr verheiratet bist. Du bist gerade auf mich gegangen. Ja, das bin ich. Weil Beziehung zu Steve Krömer. Beziehung, verlobt, Nachbar. Nachbar finde ich am wichtigsten eigentlich. Ja, verlobt und Nachbar. So, warte mal, wieso? Wo ist denn Bonso eigentlich, der pennt? 2 Stunden lang Spinage. Achso, das kann er jetzt mal eben machen. Ja, das ist doch perfekt. Entschuldigung. Nicht zu entschuldigen. Ja, lass ihn ordentlich spionieren. Auf jeden. NSA und so. Und Bonso pennt daneben. Ja, das ist lustig jetzt hier, du. Das ist ja schwieriger als gedacht, jemanden zu heiraten. Echt so? Du bist der Hochzeitscrasher, Papa. Ich sag's, wie es ist. Ich? Ja. Als Hochzeitsplaner talkst du nix. Papa ist nicht Frank. Ja, er ist nicht Frank, genau. Du bist nicht Frank. So, sind es jetzt 2 Stunden? Lass einfach laufen, irgendwann wird schon. Echt, Bonso träumt von Drachen. Oh, er ist gerade richtig konzentriert, ey. Aber es ist noch nicht mal 1 Stunde, sonst würde es da unten stehen. Ja, die Frage ist das Spionage? Er macht gerade gar nichts, sonst wird es ja, oder? Nee, ist aus. Der Rechner ist aus. Heiraten wir jetzt nochmal? Ich weiß nicht. Klar. Informationsrecherche, scheiße. Warum geht das nicht? Er hat alles recherchiert und es waren nicht 2 Stunden. Alles, was er brauchte, hat er wohl scheinbar. Weiß ich nicht. Schreiben, Charisma. Oh, was ich das da machen. Oder die blonde Kaliente anrufen. Guck mal, der hat noch so viel Energie. Ja, aber ist um 33. Oh. Geht doch. Bitten die Nacht wir, an. Wir können mal gucken, ob sie. Dina Kaliente. Ey, du, ich habe deine 2 Schwestern schon gebügelt. Magst du auch vorbeikommen? Du haben uns drüber recht. Fand ich jetzt lustig. Sie schläft. Oh Mann. Warum schlafen alle in diesem Universum? Das ist eigentlich verrückt, ne? Er will ein Sportspaß-Spiel spielen. Ja, lass ihn ein Sportspaß spielen. Spielt FIFA. Nicht so gut wie ich. Ich glaube auch nicht, dass man in den Top 101 ist. Er ist auch Geheimagent. Ja, stimmt. Fuhr mal ein bisschen schneller vor jetzt. Weil wir haben jetzt noch 1-2 Folgen, Pape, da müssen wir jetzt liefern. Er ist Level 3, er kann jetzt auch am Anfängerturnier mitspielen. So, warte mal, er hat noch ein bisschen Hunger und kann dann eigentlich pennen.
Er will einen Ausdauerlauf machen. Ja. Nein, gibt's nicht. Was ist denn mit seinen Lebenszielen eigentlich? War da nicht auch irgendwas? 10 Stunden zum Joggen gehen. Wir können jetzt nochmal joggen gehen lassen. Ja, dann ist er müde. Ja, wann müssen wir denn arbeiten? Um 10. Nein, dann noch 9 Stunden. Und auf die Hochzeit, wer kommt da? Vielleicht doch noch klappt, seht ihr dann morgen. Melde mal noch joggen. Hey, bis morgen. Ciao. Hey,